Herzlich willkommen zu Teil 2 vom Container-Opening von Trubanix, halt Trubanix, mit mir dem Lehrer von Team Krado. In dem ersten Teil habe ich darüber gesprochen, was ich so für Erfahrungen im Moment erlebt habe oder bis jetzt erlebt habe, so T8, mit meinen T8 Flugzeugträgern, und dass es doch relativ frustrierend wurde, gerade wenn ich alleine spiele. Und jetzt möchte ich mal darüber sprechen, dass im Moment sehr viele Änderungen kommen in Bezug auf Kapitäne, in Bezug auf für mich persönlich Flugzeugträger, während ich hier weiter Container öffne. Und gerade den Kapitän, den man jetzt im Dunkirk-Event bekommen hat, der hat ja bessere Skills. Also der hat in einigen Skillfähigkeiten, ich glaube, es war die Nebelwand und Elite-Schütze, hat ja da Verbesserungen. Also der ist besser als ein normaler Kapitän in der Hinsicht. Und das Gleiche könnte ich mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht genau, ob das auch so ist, es könnte mit dem Yamato-Kapitän kommen. Also es ist ja jetzt auf 0.69 wieder so ein Event angekündigt, so ein längeres Event. Und zumindest habe ich das noch so halb im Kopf. Und der Captain von der Missouri, Steven Seagal, ist ja auch so besonders, dass er auch ein paar Techniken oder ein paar Skills besser drauf hat als die normalen Kapitäne. Und da wollte ich jetzt mal, würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr davon haltet. Auf der einen Seite, ich bin nämlich gespalten. Auf der einen Seite finde ich das genial, wenn man sich Kapitäne freispielen kann, die besondere Skills haben. Wenn ich mir zum Beispiel einen Flugzeugträger-Kapitän erspielen könnte, der, was weiß ich, einen besseren Wartungsbonus hat als der jetzige. Oder der Notstart automatisch bekommt. Irgendwie halt irgendwas total Besonderes, was kein anderer hat. Im ersten Moment finde ich das geil. Im ersten Moment sage ich, jupp, ne, zwei Daumen nach oben. Finde ich super, dass ihr sowas macht. Dass es so eine, nicht Individualität, aber Spezialisierung gibt. Dass man eben auch dafür belohnt wird, viel zu spielen. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, haben die jetzt damit eine Tür geöffnet, die sehr schnell ins Robbenklatschen führen kann. Und das meine ich in dem Sinne, dass man diese Kapitäne, diesen Dunkirk-Kapitän jetzt zum Beispiel, theoretisch auf sein T4 oder T5-Schiff raufpacken kann und damit alles zerstören kann, weil man eben schon einen Kapitän auf so einer hohen Stufe hat. Und da sehe ich irgendwie eine Gefahr, denn wenn man viel spielt, so denke ich mir das zumindest, wenn man viel spielt, hat man auch höherstufige Kapitäne. Das heißt, die Chance ist da, dass man die Kapitän nicht braucht. Das heißt, man packt die vielleicht auf ein Premium-Schiff. Und das Premium-Schiff ist nicht T8, T9, T10, das ist dann, was weiß ich, T5, T6, T7. Also noch im, sagen wir, mittleren Bereich, wo die Leute noch ein bisschen anders spielen. Hatte ich ja im letzten Container-Opening schon mal angesprochen. Und diese Boni, ich habe einfach Angst, dass die auf diesen niedrigeren Stufen ausarten. Dass man einfach das Gefühl hat, man hat überhaupt keine Chance mehr. Und das ist auch damit verknüpft, dass man dieses Dunkirchen-Event, dass das verschwindet. Das ist ja jetzt geht ja bis zum 10.8. und danach ist es weg. Bei dem Yamato-Event, das soll ja dauerhaft sein, zumindest habe ich das so rausgelesen, oder zumindest wurde es in den Kommentaren als gut empfunden, dass man das wohl dauerhaft spielen kann. Und das heißt, auch Anfänger könnten es machen. Oh, ein Supercontainer. Kein. Ja, okay, 50.000. Okay, damit. Na, das finde ich gut. Ich weiß nicht, ob du die gebrauchen kannst, aber für die Briten, wenn die kommen, kann man bestimmt freie Erfahrung gebrauchen. Das heißt, na, das im Moment ein guter Container, zwei doofe Container. Vielleicht kann ich das noch auf 2-2, ich glaube 4 oder 5 meinte er da. 4 oder 5 Supercontainer. Der Trubanix meinte das so. Und es ist einfach meine Angst, dass es dieses Ausarten gibt, dass man sich als Anfänger, wenn man T4, T5 spielt, einfach so zerschossen wird, weil die Gegner eben, mir ist es als Flugzeugträger eben extrem aufgefallen, deswegen spreche ich das hier gerade so an, dass ich auf T5 schon einen Gegner hatte, der in seiner Boat gespielt hat, also T5 Flugzeugträger der Amerikaner, und den 5er Skill, damals gab es noch 5 Skill-Reihen, bei den Captain Skills den 5er Skill bei den Flugzeugträgern hatte. Das heißt, er hatte einen Flieger mehr bei den Jägern.
und du hattest auf T4, T5 gegen die Bogue keine Chance gegen den. Und du wurdest wirklich als Flugzeugträger abgefarmt. Deine Verbündeten hatten keine Flak, um dich irgendwie zu unterstützen. Der ist einfach reingeflogen. Du konntest sonst wie viele Staffeln auf seine eine Staffel schicken. Der hat dich abgefarmt. Und das war wirklich das, so ziemlich mit der schlimmste, die schlimmste Spielerfahrung, die ich hatte. Und das war auf T4, beziehungsweise T5. Und wenn ich mir da jetzt schon überlege, der hatte einen Captain, der war... Er hatte einen 5er-Skill, also der war schon ziemlich weit. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass es theoretisch irgendwann einen Flugzeugträgerkapitän gibt, der noch Verbesserungen hat und schon so ein hohes Level hat und ich kann ihn auf meine T5er oder T4er Flieger, Flugzeugträger raufpacken, da haben die Gegner keine Chance mehr, außer die haben auch so einen hohen Captain. Und du kannst nicht von jemandem erwarten, der T4 oder T5 als Flugzeugträger spielt, nur jetzt als Beispiel als Flugzeugträger, weil ich eben da die meiste Erfahrung habe, dass der schon einen 10er-Kapitän hat. Und wenn er keinen 10er-Kapitän hat, hat er einen Jäger weniger. Und das ist auf T4, T5 fatal. Da hast du keine Chance. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das bei den anderen Klassen auch so ist. Dass du, wenn du auf T4, T5 schon einen 10er-Schlachtschiff-Kapitän hast, du hast einfach Vorteile. Und ja, dieses, jetzt nur als Beispiel, dieses Dünkirchen-Event ist jetzt nicht so schwer zu erreichen. Man muss eben spielen. Und alle, die jetzt nach dem 10.8. einen Account erstellen, können dieses Event nicht mehr mitmachen. Und das ist einfach dieses Für und Wider. Dafür, du hast einen genialen Kapitän. Du hältst die Leute, die hier spielen wollen, bei der Stange. Und das Kontra... Die Neueinsteiger könnten sehr bescheidene Erfahrungen machen. Und das ist eben, ja, wie gesagt, hatte ich ja schon in der letzten Folge angedeutet, die Leute, die hier einen Balanceakt machen müssen bei Wargaming mit den ganzen Änderungen, die beneide ich nicht. So, könnt ihr mal eure Meinung drunter schreiben, was ihr davon haltet? Erzähle ich hier Blödsinn? Wird es das nie geben? Ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr auf T4, T5... von einem Flugzeugträger oder von einem anderen Schiff rausgenommen wurdet, wo ihr zu 100% wusstet, dass der einen maximierten Kapitän hat? Und hat euch das gefreut? Mich hat es nicht gefreut, auf keinen Fall. Schreibt es einfach mal rein. So, zweites Thema, über das ich sprechen wollte, ist mit den Flugzeugträgern. Ja, jetzt fange ich wieder so an. Gab es jetzt die Graf Spee, die Enterprise und die Kaga in den letzten 4 Monaten. Also Graf Zeppelin, ich komme da immer durcheinander. Die kommt ja noch, aber ich sag mal, die letzten 4 bis 5 Monate kamen dann 3 Flugzeugträger, was richtig geil ist. Und die hatten alle eine Besonderheit. Kaga mit dem Torpedoabwurf und dem, also ich zähle es jetzt nicht alles auf, alle hatten irgendeine Besonderheit. Ob die jetzt einen besonderen Torpedodrop hatten oder Sturzbomberangriff, alle haben irgendwas Besonderes. Und das finde ich geil, das gefällt mir sehr. Und da wollte ich euch mal fragen, jetzt gerade weil die Briten kommen, habe ich auch schon viel gelesen darüber, dass immer die neueren Schiffe immer mehr bekommen, immer stärker werden. Jetzt bei den Briten wurde ja angedeutet, dass die vielleicht defensives Flakfeuer bekommen. Ich habe noch gegen keinen gekämpft, konnte das noch nicht testen. Und dass man vielleicht auch überlegen sollte, die alten Schlachtschiffe, also jetzt Amis oder jetzt nur als also jetzt, ich will jetzt nicht nur auf die Schlachtschiffe eingehen, ich will jetzt auf alle alten Fraktionen, also ich sag jetzt mal die Amis und die Japaner, dass man die Schiffe einer Generalüberholung unterzieht. Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit denen, also ich kann jetzt nicht wirklich sagen, ob da bestimmte Bäume ziemlich schwach sind oder stark sind. Bei den Amis natürlich die Flak, die extrem hervorsticht. Bei den Japanern könnte ich das ehrlich gesagt gar nicht sagen. Die waren für mich immer so ein Allrounder und hatten nicht viele Schwächen, aber auch nicht viele Stärken. Aber wie gesagt, ich habe da keine wirkliche Erfahrung mitgemacht. Huch, was ist das denn für ein Container? Ist das nicht ein Bismarck-Container? Das ist ein Bismarck-Container. Okay. So, zurück zu meinem Punkt. Ah, jetzt kommt Bismarck-Container. Dass man die alten Schiffe, ich mache das immer in
Anführungsstrichen, dass man die einer Generalüberholung unterzieht? Oder glaubt ihr, dass die immer noch stark genug sind, um dann mit der neueren Generation mitzuhalten? Denn gerade bei WOT, jetzt nur mal als Beispiel, weil WOT ist ja sozusagen, kommt aus dem, aus der gleichen Entwicklerschmiede, sag ich's mal. Und man sieht ja Parallelen, ist ja ganz klar. Und bei WOT war das dann so, dass wirklich die neueren Panzer die alten weit in den Schatten stellen. Und dass sich da nicht so lange was getan hat, beziehungsweise ich würde fast jetzt noch sagen, dass die alte Generation noch ein paar Updates vertragen könnte. Zumindest wenn ich dann sehe, dass in den klaren Gefechten Briten und was fährt da noch, Franzosen langfahren und eben die Deutschen, die Russen und die Amis größtenteils ignoriert werden. Ja, ich weiß nicht, ob das noch so schön ist. Gerade wenn man als Anfänger dann anfängt, zum Beispiel sagen wir mal, die Deutschen zu spielen und dann irgendwann merkt, dass die deutschen Panzer eben nicht mehr ganz mithalten können. Also die alten Panzerreihen. Gut, die Maus hat ein Update bekommen. Aber ich habe eben die Angst, oder nicht nur ich, auch viele andere haben die Angst, dass das die alten Schiffe nutzlos werden, weil die neuen eben mehr Verbrauchsmaterialien bekommen, bessere Verbrauchsmaterialien bekommen. Allgemein, dass die, wenn die Briten Schlachtschiffe defensive Flakfeuer bekommen, werden die zumindest nicht mein erstes Ziel und werden für mich persönlich als Flugzeugträgerfahrer ziemlich ätzend. Ich meine, die können nicht gut ausweichen, aber durch die Panik, die durch das defensive Flakfeuer verursacht wird, wird das problematisch, muss ich ehrlich sagen. Aber ne, wir haben sie ja noch nicht getestet. Ich werde sie auf jeden Fall auch testen und auch mal spielen, um mal zu gucken, wie das überhaupt... Vielleicht ist sie jetzt auch schon draußen, wenn das Video rauskommt. Ja, 3-4 Wochen, vielleicht sogar länger. Wahrscheinlich sind die sogar schon draußen und ihr habt sie alle schon frei gespielt. So, ich habe nur 16 Container. Dann jetzt noch etwas, was ich sehr gerne möchte. Eine neue Flugzeugträgerreihe. Gib mir die Briten, Wargaming. Gibt es sonst noch irgendeine Nation, die Flugzeugträger hatte? Ja, die Deutschen, ja, nee. Nee, gib mir... Obwohl, hatten die Briten Flugzeugträger? Wer hat überhaupt noch Flugzeugträger? Die Russen? Nee, die Russen hatten noch keinen Flugzeugträger, oder? Ich würde jetzt einfach mal sagen, da die Briten eine Navy hatten... Hoffe ich einfach mal, dass hier in diesem Container was Gutes drin ist. Ist das nicht die... So. Das war's dann mit diesem Container-Opening. Ich öffne nie wieder Container. Nee, das war jetzt irgendwie deprimierend. Trotzdem würde ich mich über eine neue Flugzeugträgerreihe sehr freuen, gerade bei den Briten. Obwohl ich auch nicht wüsste, was ich denen dann für Staffeln gebe. Für Änderungen. Also, da kann so viel noch in Warships passieren. Was kann noch kommen? Die französischen Zerstörer, russischen Schlachtschiffe, die sind ja immer noch nicht draußen. Oder was heißt immer noch, die sind noch nicht draußen. Bin ich auch sehr gespannt. Also, da ist noch so viel möglich, aber man hat es bei WOT gesehen, oder ich habe es bei WOT gesehen. Meine Panzer waren einfach irgendwann, wie der Kommissar schön sagt, Much im Vergleich zu den anderen. Und weil ich eben nur eine Nation gespielt habe und irgendwann konnte die eben nicht mehr mithalten. Und das wäre schade, wenn es hier auch passiert, balance-technisch gesehen. Auf der anderen Seite, wenn die Amis wegfallen bei den Schlachtschiffen und bei den Kreuzern, wäre das cool. Denn dann freuen sich meine Flugzeuge, die überleben dann nämlich. Und können schön Schaden machen. Oder aufdecken. Aufdecken ist auch ganz wichtig. Und damit gibt es jetzt diesen letzten Container. Ne, Moment, einer ist noch. Oh, oh Gott, nichts. Habe ich dieses scheiß Modul? Wie oft habe ich das jetzt bekommen? 3-mal? 4-mal? Ne. Das ist gar nichts wert, mein Rechner hier gerade abkackt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
ich bin deprimiert. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Habt ihr auch die Angst oder die Befürchtung, dass die neuen Schiffstypen die alten Schiffstypen komplett in den Schatten stellen? Oder ist das alles Füllefanz, was ich hier sage? Gleichzeitig schreibt auch mal rein, was ihr von den Kapitänen haltet. Ob ihr das gut findet, dass solche Spezialkapitäne jetzt mit reinkommen. Oder ob ihr das nicht so gut findet, seht ihr es gelassen, dass die auch auf T4, T5 rumgucken können. Oder ist euch das egal? Oder fahrt ihr überhaupt noch T4, T5? Kann ja auch alles sein. Oder seid ihr das sogar, macht ihr das gerade, was ich vorhin vorgeschlagen habe, auf T4, T5 mit 19er Kapitän rumgucken und alles platt machen? Wenn ja, dann seid ihr gemein. Und mit diesen Worten einen schönen Tag euch noch. Trubadix, es tut mir leid. Es hat nicht sollen sein. Das war jetzt ein guter Container und vier schlechte. Vier schlechte? Ja, doch, müssten vier schlechte, also vier Modul-Container. Ich sag schlechte Container, weil es eben im Vergleich zu dem, was hätte rauskommen können, Premium-Schiffe, Dublonen, Flaggen, ja, sind die Module nicht so ganz erwünscht. Und mit diesen Worten, bis zum nächsten Container-Opening.